Ja, hallo zusammen, ich bin's Jess, heute mit einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eure Blogartikel und eure Seiten so vorbereiten könnt in WordPress, damit sie, wenn sie zum Beispiel in den sozialen Netzwerken wie Facebook geteilt werden, auch richtig gut aussehen. Denn zum einen seht ihr das ja doch des Öfteren, dass so Links, die geteilt werden, die haben ja ein ganz komisches Foto, das vielleicht gar nicht zum Text passt oder das ist zu klein und unscharf oder ähnliches. Und ja, wie ihr das hier jetzt technisch so einrichten könnt, dass eure Bilder bzw. eure Sharings in den sozialen Netzwerken gut aussehen, das möchte ich euch heute zeigen. Dafür müssen wir zuerst einmal in WordPress und das Plugin WordPress SEO by Yoast installieren. Dafür gehen wir in die Plugins auf Installieren und geben hier WordPress SEO by Yoast ein. Das schreibe ich auch nochmal natürlich unten in die Videobeschreibung. Dann klicke ich hier auf Enter. Und dann bekomme ich hier das Plugin angezeigt. Das kann ich dann kostenlos installieren. Wie das geht, wisst ihr ja schon. Und dann machen wir Folgendes. Wir gehen beispielsweise in einen Beitrag, erstellen einen Blogbeitrag, einen Blogartikel. Und machen hier jetzt mal Test und schreiben hier ein bisschen Lorem Ipsum rein. Und dann seht ihr hier jetzt schon Folgendes. Und zwar gibt es bei den Beiträgen, aber auch bei den Seiten hier so einen neuen Bereich, der heißt WordPress SEO by Yoast. Da gehe ich demnächst nochmal drauf ein. Aber was ihr dann hier jetzt machen müsst, ist Folgendes. Zum einen könnt ihr ja so ein Beitragsbild immer festlegen bei einem Blogartikel, aber das wird nicht immer übernommen bei Facebook oder auch bei den anderen Netzwerken, sondern es wird willkürlich aus den Bildern, die es vielleicht im Artikel oder auf der Webseite an sich gibt, ausgewählt. Und damit ihr das vermeidet, gibt es hier bei WordPress SEO by Yoast hier den Punkt Social. Dann klickt ihr hier bei Facebook-Bild, das gilt für alle sozialen Netzwerke, auf Upload Image und dann könnt ihr dort das entsprechende Bild einfügen. Wichtig bei dem Bild ist Folgendes: Das sollte mindestens bzw. sollte genau 1200 mal 630 Pixel groß sein. Und damit ihr das hinbekommt, da könnt ihr zum Beispiel dann GIMP nehmen oder Photoshop oder ähnliches und dann könnt ihr einfach eine Datei öffnen bzw. ein neues Element eröffnen und das 1200 mal 630 Pixel groß machen, euer Bild dort hineinziehen und es an die Größe heranpassen, exportieren und dann einfach hier in euren neuen Beitrag einfügen. Dann speichert ihr das Ganze, veröffentlicht es und dann, wenn dann jemand auf den Like klickt, Like-Button klickt oder ähnliches und das Ganze teilen möchte, wird dann auch das Bild in den sozialen Netzwerken richtig angezeigt. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann gibt es noch die Möglichkeit, hier in diesen Debugger zu gehen. Das ist von Facebook. Da gebt ihr dann einfach die URL ein. Ich veröffentliche das hier mal ganz kurz, damit ich euch das zeigen kann. Gucken wir uns den Beitrag mal an. Da ist natürlich jetzt kein Bild. Ich hole mir einfach mal oben den Link, gebe den hier in meinen Debugger ein, klicke auf Debug und dann sehe ich, wie das aussehen würde, wenn das jetzt jemand teilen würde. Das sehe so aus und so soll es natürlich nicht aussehen, weil das ist jetzt einfach nur ein Bild, welches ausgewählt wurde von Facebook willkürlich von meiner Seite, von meiner Image Library sozusagen. So, und wenn hier eben jetzt das falsche Bild angezeigt wird, dann klickt ihr einfach hier oben auf Fetch New Scrape Information. Ja, und dann aktualisiert er das und dann ist es auch so, dass es in den sozialen Netzwerken, wenn es geteilt wird, richtig angezeigt wird. Also nochmal zusammengefasst. Ihr installiert in WordPress das Plugin WordPress SEO von Yoast, erstellt einen neuen Beitrag oder eine neue Seite. Oder geht in einen bestehenden Beitrag hinein, fügt bei dem Punkt WordPress SEO von Yoast unter Social ein Facebook-Bild ein, welches ihr ganz normal hochladen könnt. Dieses Bild sollte 1200 mal 630 Pixel groß sein. Dann veröffentlicht ihr das Ganze und schon könnt ihr sicher sein, dass eben das richtige Bild auch bei den Links erscheint. Sollte dem mal nicht so sein, könnt ihr hier über den Object Debugger das Ganze über Debug und dann Fetch New Scrape Information nochmal fixen, so dass das dann eben wirklich auch richtig angezeigt wird. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch wie immer eine ganz tolle Restwoche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Jess.